Hi Leute, hier ist wieder euer SeeLuxAD und willkommen zu einem weiteren Let's Play Metin 2. Und ihr seht schon, wir sind in der Respawn-Kammer, es wird wieder gelevelt. So, ich gehe erstmal in die Buff rein. Ihr wisst schon, was ich meine. So, hat sich sogar gereimt. Erstmal schön buffen. So, jetzt wieder beim SeeLux rein. Und ihr müsst eine Gruppe machen, ganz vergessen. So, ihr seht immer das Standbild, also nicht wundern gleich. Das ist normal. Ich muss mich nochmal buffen. Mist, die Kette habe ich vergessen. So, nochmal. Also, die Buff muss Level 55 kommen. Denn dann steht die Hochzeit an. Bis Level 60 will ich sie nämlich nicht leveln für den Vasu. Das würde mir einfach zu lange dauern. Und so, Equipment rein. Mache ich einfach mal Crit. Oder nee, ich mache das normale Equipment rein. Mal schauen, wie es so aussieht. Damit es schneller geht, natürlich. Wo ist mein Armband? Grüner Pot, Viopod, obwohl sogar die Windschuhe können wir reinnehmen. Und Buch des Anführers, Gruppe gleichmäßig und ich muss Schweinox rufen. So, und los geht's. Für Durchschlag, glaube ich, brauchen wir noch 3 FBs bis G und für starker Körper noch 9. Also ihr seht, das dauert auf jeden Fall länger. So, muss mich wieder ans Leveln gewöhnen ein bisschen. Jetzt wurde gerade die Respawn-Kammer frei. Ich habe immer wieder mal nachgeschaut, sogar auf der Arbeit. War immer voll und sogar von den gleichen Leuten teilweise über 10 Stunden, glaube ich, besetzt. Immer wo ich nachgeschaut hatte. Also echt Wahnsinn, wie lange hier manche Leute spielen. So, manchmal an einem Tag spielen hier Leute mehr als ich in der Woche. Überhaupt von Games her. So, Eisenhelme plus 5 hebe ich mal auf, denn das bringt ein bisschen Yang. Kann man wieder verkaufen für 400, 300k, sowas. Oder ich verschenke sie auch. Ich meine, bald steht die Hochzeit an, also wie gesagt, da mache ich noch ein Video dazu. Wann der Termin ist. Ja, Termin sage ich schon, ja. Dann könnt ihr auch drauf kommen und dabei sein. Live. Interaktiv. Was auch immer. So. Also die Buff müsste man dann mit 15 Level Unterschied kann man dann auch schon heiraten. Also das habe ich beim Vasu leider zu spät gemerkt. Wusste ich leider nicht und dann ja, war der Vasu schnell vom Level her zu hoch und dann ging das Ganze natürlich nicht mehr so. Wieder ein bisschen kloppen. So, mal gleich schauen. Stampfer sieht wirklich nett aus. So, wieder ein bisschen umsonst gekloppt. Ob das Anführer ist gar nicht drin, muss ich mal hier reinmachen. So, kurz bei der Buff reinschauen, wie viele Kugeln die eigentlich noch braucht. Sie hat 31%, also müsste eigentlich relativ schnell gehen, da sie Level 54 ist, Buch des Anführers. Also jetzt hat sie 31%, 31,5, mal schauen, was sie nach dieser Runde hat. So, wir auf Schweinox auf. Komm schon, komm schon. Achso, geht ja gar nicht. Ach, ich bin so ein Hohlkopf. Ich finde das so blöd, dass man hier nur 2 Slots hat. Da mache ich halt die Dinge. Via Pots rein. Ist auch nicht so schlimm. Muss auch sagen, klappt ganz gut. So, genau in einer Woche habe ich auch einen Führerscheintest. Prüfung. Die praktische natürlich. Also für diejenigen, die es wissen, ich habe vor 4 Monaten einen Führerschein angefangen. Theorieprüfung habe ich natürlich beim ersten Mal bestanden. 3 Fehlerpunkte aber. Also eine Frage falsch. Man kann insgesamt 10 Fehlerpunkte haben. Sprich ungefähr 3 Fragen falsch oder sind sogar 2. Es gibt auch 5 Fehlerpunkte bei Fragen. Maximal 3 Fragen darf man falsch haben. Kommt auf die Fragen an. Und ja, bei der 4. Frage... Okay, es könnte auch sein, dass man 4 Fragen falsch haben kann, wenn die Fehlerpunkte gut liegen. Aber dann ist es auch vorbei, also bei 30 Fragen insgesamt ist das gar nicht so happig. Also ein bisschen lernen und dann geht das schon. Also man hat auch schon eine Frage falsch, wenn man ein Häkchen nicht angekreuzt hat, also da gäbe es nicht. Auf die Frage gibt es jetzt, wie soll ich das erklären? Ja, wenn man da ein Häkchen schon falsch hat, ist die ganze Frage sozusagen falsch. Also ein bisschen anders als der Schule. Man hat ja immer Auswahlmöglichkeiten und dann
Es können alle drei richtig sein, es kann aber nur eins richtig sein. Es können auch zwei richtig sein, also da muss man immer schauen, was gefragt ist. Manche Fragen sind auch, oder manche Sachen sind auch ein bisschen fies gestellt. Zum Beispiel hat man ein Stoppschild und da hat man eine grüne Ampel und die sieht man, übersieht man leicht. Und dann steht natürlich bei der Frage, wo muss man halten, oder man fährt direkt durch, natürlich bei der grünen Ampel, trotz Stoppschild, direkt durchfahren. Denn die Ampel gilt vor den Schildern, nur wenn die Ampel natürlich ausfällt, gilt das Schild. Oder wenn sie zum Beispiel nachts nicht aktiviert ist, die Ampel. Ist ja bei manchen Gegenden so, in Nürnberg zum Beispiel, in anderen Städten bestimmt auch so. Da sind sie nachts bei manchen Kreuzungen, die nicht so stark befahren sind, um diese Uhrzeiten dann auch aus. Und dann gelten natürlich die Verkehrsschilder. Also auf jeden Fall habe ich am Freitag die Prüfung, noch zwei Fahrstunden und dann klappt das Ganze schon. Also man muss nicht davor Angst haben, Autobahn und so alles, es geht eigentlich ganz locker. Eigentlich recht angenehm. Nur natürlich am Anfang erstmal mit der Kupplung, was man natürlich sich vorher noch nie dran gewöhnt hat, natürlich ein bisschen schwierig. Aber wenn man das erstmal raus hat, dann klappt das Ganze schon gut, schön gut. So, wieder Waffen. Beim Reden verzettel ich mich immer ein bisschen, beim Leveln. Ist leider so, aber also ohne Let's Playen sozusagen level ich auf jeden Fall deutlich schneller, weil man da nicht so abgelenkt ist von sich selbst. So starker Körper muss ich gleich wieder anmachen. Und dann geht das eigentlich auch schneller. Ich benutze jetzt einfach mal nicht die Schnelltasten, sonst verdrücke ich mich noch. Immer mit der Maus, das ist schon ein bisschen angenehmer für mich. So starker Körper gleich anmachen. Stärker Körper wird auf jeden Fall auf G bleiben, also auf der Großmeisterstufe. Denn das verhindert das Umfallen, wenn man zum Beispiel von einem Durchschlag oder sonst was getroffen wird. Normalerweise fliegt man dann um. Wenn es auf G ist, müsste das verhindert werden. Und weiter wird es eigentlich nicht gesteigert, sonst wird der Durchbruchsschaden zu hoch bei mir. Kennt ihr ja, Durchbruch, durchbohrt die Verteidigung, kann man verstehen. Also wird die Verteidigung nochmal als Schaden da drauf gezählt, weil sie eben durchbrochen wird. Ist, denke ich, logisch. Ich meine, wir sind jetzt beim 109. Part, da müsste das jetzt alles klar sein. Da muss ich jetzt bestimmt viele Sachen nicht nochmal erklären. So, Leveln ist langweilig, natürlich. Aber es muss auch sein. Ich werde jetzt gleich schauen, wie viel die Buff und Prozente hat. Ich habe jetzt vorhin nicht geschaut. 31,5 waren es beim Anfang. Ich muss auch einen grünen Pot reinmachen, oder habe ich schon drin? Ja. Trotzdem so Low-Schläge. Ich glaube, ich mache auch die Crit-Kette rein. Das wird auch, glaube ich, angenehmer dann. So, und ihr seht auch direkt, das Gift, die habe ich nicht mehr. Da ist auch eine bisschen längere Geschichte. Hätte ich eigentlich benutzen können ab 75, aber da werde ich mir da was anderes einfallen lassen. Aber so lange spiele ich auch nicht. Also da brauche ich, glaube ich, das. Da brauche ich, glaube ich, auch nichts anderes mehr. Das reicht dann, glaube ich, aus. So, jetzt nochmal die schnell totkloppen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Autofahren ist nicht besonders schwer. Man muss halt drauf achten. Immer schauen, blinken. Und die Kupplung, das kriegt man schnell hin. Mit der Gangschaltung, also. Muss ich einfach nur dran gewöhnen. Aber dann läuft es auch. So, schnell bei der Buff reinschauen. Oh, die hat schon 42%, also es geht ja schnell. Also 55 wird man dann, wird nicht lange dauern. Und dann kann eigentlich schon die Hochzeit, dann müsste eigentlich schon, nachdem ich hier gelevelt habe, die Hochzeit losgehen. Da werde ich mal dann schauen, dann könnt ihr auf jeden Fall alle mitmachen. Einen Tag vorher werde ich das bekannt geben. Vielleicht mache ich auch ein Video dazu, dann könnt ihr alle dabei sein. Ehrlich gesagt habe ich noch nie hier im Mädchen 2 eine Hochzeit miterlebt, da wird man ja dann teleportiert und so weiter, habe ich noch nie erlebt. Wird auch hier mein erstes Mal dafür sein. Stand zwar immer so Hochzeit im Chat oder so, ich wollte schon mal irgendwann mal dabei sein, mitschauen, aber bin nie dazu gekommen irgendwie. Keine Ahnung wieso. Naja, dann werde ich es halt das erste Mal sehen. Dann auch mal schön im Let's Play gezeigt zu haben, so.
Also, dann kann ich mich auch zur Buff teleportieren und sie zu mich. Zu mir. Leider aber nicht in den Dungeons, aber das macht nichts. Über Dungeons. Sonst ist es auch praktischer, angenehmer. Muss ich die Buff nicht immer rennen lassen. So. Also sobald Durchschlag G ist, wird hier weiter gelevelt. Damit die Rangpunkte hier sich wieder aufbauen können nach dem Seelenlesen, weil das kostet unwahrscheinlich viele Rangpunkte. Ich meine, ich bin mit meinem Vaso wieder, ich glaube, ich habe vor kurzem noch auf minus 17.000 Rangpunkte. Jetzt sind es wieder minus 4.000 irgendwas. Und sobald sie wieder neutral sind, direkt Seele lesen, dann Run machen. Ein paar Rangpunkte wieder gut zu spielen. Und dann, falls der Seele natürlich nicht klappen sollte, also ich brauche noch einen Seele, damit Furcht auf P kommt, aber ich glaube, es sind schon 5 Seelis fehlgeschlagen von G10. Also Furcht hat mich bis jetzt, glaube ich, ungefähr 42 Seensteine gekostet. Bin mir aber nicht sicher. Oder 38, sowas um den Dreh rum. Für verzauberte Klinge habe ich so, glaube ich, 37, 36 gebraucht. Also, das kostet schon unwahrscheinlich viel, aber wenn man es dann hinter sich hat, dann ist es natürlich ganz schön gut. So, wieder mit der Buff rein. 46%, also das geht relativ flott. SD2 und natürlich Buch des Anführers darf man nicht vergessen. So.